Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Canisius TV, herzlich willkommen. Ich möchte mit Ihnen heute über ein Wort sprechen, das in der christlichen Sprache, aber auch in der Sache nach sehr wichtig ist und nicht ganz leicht zu verstehen ist, nämlich das Wort Sühne. Es gibt ja einen berühmten Roman von Dostojewski, einem meiner Lieblingsautoren, mit dem Titel Schuld und Sühne. In einer neuen Übersetzung wird es jetzt übersetzt mit Verbrechen und Strafe. Da wird das Wort Sühne durch das Wort Strafe ersetzt. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob man das Element der Strafe so betonen darf und kann beim Wort Sühne, also ob Sühne nur durch Strafe geht oder ob Sühne durch Strafe ersetzbar ist. Aber es ist ein interessantes Zeichen, dass wir irgendwie Schwierigkeiten haben mit dem Wort Sühne. Das hängt unter anderem auch damit zusammen, dass in der Strafrechtslehre der Strafzweck Sühne, also man straft, um zu sühnen, der Mensch muss seine Schuld sühnen, dadurch, dass er eine Strafe auf sich nimmt, dass dieser Strafzweck in der säkularen Strafrechtslehre eigentlich nicht mehr vorkommt, sondern die Zwecke der Strafe sind dann in der Regel eher Abschreckung, Resozialisierung, vielleicht auch nochmal sowas wie Wiedergutmachung, dass man zur Strafe zum Beispiel etwas zahlen muss, um wiedergutzumachen. Aber in dem Wort Sühne schwingt das alles mit. Und es ist so bedeutsam, weil wir ja dann in der christlichen Tradition immer sagen, dass Christus gesühnt hat für unsere Sünden. Dann kommt die Forschung der stellvertretenden Sühne auf. Nun, wie soll ich beginnen? Ich beginne mal am besten mit einem Beispiel. Sie kennen sicherlich diese Zeitschrift, Stimme der Zeit, kleine Werbeeinlage, unbedingt bestellen, großartige Zeitschrift. Und da gibt es einen Artikel drin mit dem Titel Widerstand, Sühne und Versöhnung. Der ist zufälligerweise auch von mir geschrieben worden. Und in diesem Artikel beginne ich mit Fritz Stern, einer Erfahrung, die Fritz Stern gemacht hat. Fritz Stern ist Überlebender des Holocaust. Seine Familie ist vor dem Holocaust geflohen in die USA, als kleiner Junge, und ist dann ein großer Historiker, Soziologe in den USA geworden und ist ein Jude, der über lange, lange Jahre nicht bereit war, noch einmal deutschen Boden zu betreten, vor dem Hintergrund der Erfahrungen, die er gemacht hat. Und dann wurde er eingeladen, um teilzunehmen an der ersten Gedenkveranstaltung am 20. Juli 1954 für die Menschen, die gegen Hitler aufgestanden sind. Also die Attentäter des 20. Juli, aber auch so Personen wie die von der Roten Kapelle oder die Geschwister Scholl oder wen man immer da nennen kann. Und dann schreibt er Folgendes. Bundeskanzler Adenauer war anwesend, aber es war die Sicht der Witwen in Schmerz und Trauer, die Sicht der vaterlosen Kinder, das Wahrnehmen ihrer Tränen, die ich sah oder ahnte, und das hat mich zutiefst getroffen. Etwas veränderte sich in mir, Gefühle vorerst, Gedanken später, die ich aber am nächsten Tag in einem Brief festhielt. Die Opfer waren lebensnah, die Tragik spürbar. Eine innere Scham überkam mich, die Scham über meine hasserfüllte Abscheu vor allem Deutschen, das in mir seit meiner Kindheit nistete. In jenem Brief schrieb ich, dass ich ein Gefühl der Befreiung spürte, ein Bröckeln des unreflektierten Hasses des Kindes, des Ausgeschlossenen, dessen Eltern aus ihrer Heimat vertrieben wurden. Jene Stunde im Bendlerblock am 20. Juli 1954 hat mein Leben begleitet, hat mir den Weg zu neuen Beziehungen zur deutschen Gegenwart ermöglicht. Also was ist geschehen? Ein Mann, dessen Eltern und der selbst als Kind fliehen musste vor dem Holocaust, ist eingeladen zu einer Gedenkveranstaltung der Nachkommen derjenigen, die im Widerstand gegen Hitler ermordet worden sind.
und erlebt deren Trauer, die Trauer also der Witwen und der Kinder der Ermordeten. Er erlebt auch die Überlebenden, die nicht ermordet worden sind, die aber im KZ gesessen haben und ähnliches. Und das verändert etwas in ihm. Es wird ihm möglich, sein Verhältnis zu den Deutschen neu zu durchdenken, weil es Deutsche gegeben hat, die in den Widerstand gegangen sind. Der Widerstand hat ihm also eine andere Sicht auf Deutschland ermöglicht. Das wäre vermutlich nicht der Fall gewesen, wenn bloß in Anführungsstrichen Franzosen oder Engländer oder Polen oder Russen gegen Hitler Widerstand geleistet hat. Nein, es mussten Deutsche sein. Weil Deutsche gegen Hitler Widerstand geleistet haben, ist es ihm möglich, nochmal zurückzukehren nach Deutschland und deutschen Boden zu betreten. Das bedeutet, das Lebensopfer der Männer und Frauen des Widerstandes, im Widerstand gegen Hitler, und zwar der Deutschen, die das getan haben, hat eine versöhnende Wirkung für diejenigen, die Opfer des nationalsozialistischen Regimes, der Barbarei im Namen Deutschlands geworden sind. Das findet sich umgekehrt auch bei den Texten derjenigen, die in den Widerstand gegangen sind. Die sagen immer, es geht auch darum, dass wir, indem wir in den Widerstand gehen, so etwas tun wie die Ehre Deutschlands und des deutschen Namens zu retten. Das schreiben zum Beispiel in der Weißen Rose. Der Name Deutschlands ist befleckt und wird es immer befleckt sein, wenn nicht Deutsche aufstehen und gegen die Barbarei antreten. So sinngemäß das sechste Flugblatt der Weißen Rose. Deswegen muss jetzt die deutsche Jugend oder deutsche Jugendliche aufstehen, um zu sühnen, sagen sie, für die Verbrechen Deutschlands, damit der Name Deutschland auf eine andere Weise erklingen kann, als durch das, was die Nazis aus ihm gemacht haben, sowie die vielen, 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 die mit den Nazis mitgelaufen haben, sie gewählt haben und so weiter und so fort. Also das wäre schon mal ein erster Hinweis auf den Begriff Sühne, dass Sühne etwas zu tun hat damit, dass eine versöhnende Wirkung davon ausgeht für die Zukunft. Und zwar eine versöhnende Wirkung zwischen Tätern und Opfern oder Tätergruppen oder einem Tätervolk in Anführungsstrichen und dem Volk, das Opfer dieses Volkes, seiner Ideologie, seiner Verfallenheit an die Barbarei geworden ist. Deswegen sehe ich das Wort Sühne ganz stark im Zusammenhang mit dem Wort Versöhnung. An Weihnachten heißt es ja, Christ ist erschienen, uns zu versöhnen. Da wird aus dem Ö ein Ü und da wird eben deutlich, wie das zusammenhängt. Also, beim Wort Sühne schwingt immer der Zweck der Versöhnung mit. Und das wäre schon mal ein erster Hinweis auf die geheimnisvolle Wirklichkeit, die durch das Wort Sühne mit angedeutet wird und die durch das Wort Strafe allein nicht gefasst wird. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.